Ja, ich komme zum ersten Sprecher des Abends und eigentlich muss ich Ihnen diesen Sprecher gar nicht vorstellen, denn er gehört zu den 100 einflussreichsten Denkern der Welt. Trotzdem möchte ich mir natürlich diese Freude nicht nehmen lassen und in der gebotenen Kürze natürlich. Ja, der Umweltwissenschaftler, Politiker und Bestsellerautor war von 1998 bis 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages und ist seit 2012 Co-Präsident des Club of Rome. Die Liste seiner Auszeichnungen und Titel ist beeindruckend. Großes Bundesverdienstkreuz, Deutscher Umweltpreis, Theodor-Heuss-Preis, 3 Ehrendoktorate, früher Vorsitzender des Bundestags-Umweltausschusses, Leiter der Kalifornischen Umwelthochschule, um nur einige zu nennen. Im neuen Club of Rome-Bericht »Wir sind dran« wird angesichts zunehmender Spezialisierung in Wissenschaft und Gesellschaft kritisiert, ich zitiere, die Wirklichkeit als Ganzes wird kaum gesehen. Nun, auf ihn trifft mit Sicherheit das Gegenteil zu. Kaum jemand sonst hat die Wirklichkeit als Ganzes so gut im Blick wie er. Die Rede ist natürlich von Ernst Ulrich von Weizsäcker und es ist eine große Freude und Ehre für uns, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Herr Professor von Weizsäcker, ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag. Danke. Und überlasse Ihnen die Bühne. Ja, sehr herzlichen Dank für die freundliche Einladung, Herr Augustin, wir kennen uns ja schon. Wahnsinnig viel Zeit haben wir nicht, mir wurden 20 Minuten gegeben und das ist natürlich ein bisschen wenig für die heutige volle Welt, aber ich probiere mal. Die Idee mit dem, der Unterscheidung zwischen der leeren Welt und der vollen Welt, das stammt von Herman Daly. Der war ganz lange der Chefökonom der Weltbank. Also er würde nicht als typischer grüner Spinner gelten. Und der sagt aber, es ist einfach intellektuell ungeheuer verschieden, wie das früher in der Welt war und wie es heute in der Welt ist. Und heute haben wir die volle Welt und die ist deswegen nicht nachhaltig, weil sie voll ist. Und früher war sie nachhaltig, weil sie leer war, so einfach. Die Aufklärung, zum Beispiel im 16., 17., 18. Jahrhundert, das war alles leere Welt. Da konnte man viele Sachen einfach so sagen. Und es war auch gleichzeitig die Entstehung von exakter Naturwissenschaft und Technologie. Das war eine ungeheure Leistung. Eine der Leistungen davon war, dass das Pro-Kopf-Einkommen, das vorher Jahrtausende lang konstant blieb, plötzlich nach oben gejuckt ist. Das ist der Erfolg der großen Aufklärung. Deswegen sagen heute auch sehr viele Leute, wir müssen wieder an die alte Aufklärung anknüpfen, damit wir wieder endlich das Lügen aufhören. Also Steven Pinker in Amerika hat ein schönes neues Buch geschrieben, Enlightenment Now. Und das ist im Wesentlichen die Aufforderung, aufhören zu lügen. Das ist ein Anti-Trump-Schrift. Aber so einfach können wir uns das nicht machen. Beim Club of Rome haben wir uns natürlich auch angeguckt, wie ist es eigentlich, wenn die Ideale der Aufklärung, ich gehe nochmal ein Bild zurück, da ganz rechts, Jeremy Bentham, Nützlichkeit ist alles, Utilitarismus, wenn man das als den Inbegriff der alten Aufklärung sieht, da kann man nur sagen, um Gottes Willen, nein. Diese Sorte von Nützlichkeit mit Kurzfrist und so weiter ist ja eigentlich der Grund der Zerstörung. Auch die Energieverbräuche sind gewaltig gestiegen. Und zwar fast immer sind diese Wachstumskritikbilder fangen an im Jahr 1950. Da war ich ein 11-jähriger Junge. Bis dahin war noch leere Welt im Wesentlichen. Und seither geht es rasant nach oben. Jetzt müssen wir was zur Kausalität sagen. Die Jahrzehnte des explosiven Energieverbrauchsanstiegs waren die Jahrzehnte der Verbilligung
von Rohstoffen und Energie. Also da unten ist nochmal das alte Bild und da oben, das ist eine statistische Aussage über die Verbilligung von Primärrohstoffen und Energie. Das macht, ich meine, an den Stammtischen sagt man immer, es ist teurer geworden. Ist aber immer falsch. Nein, es ist billiger geworden und wir sind stolz darauf. Aufklärung hieß natürlich auch Hygiene, Medizin, bessere Ernährung und das heißt also rasant wachsende Weltbevölkerung. Auch das hat nach 1950 einen großen Sprung gemacht. Und das ist eine makabre Zahl. Man kann das Körpergewicht der auf dem Lande lebenden Wirbeltiere in drei Kategorien einteilen. Wir Menschen sind auch Wirbeltiere, unsere Schlachttiere und noch so ein paar Hunde und Katzen und die Wildtiere. Und da sehen Sie die Prozentsätze. 3% bleiben übrig für die Wildtiere. Da sind alle Elefanten schon mit dabei. Ja? Die sind ziemlich schwer, aber das nützt nichts, weil es so wenige sind inzwischen. Und dann steht da drunter, zur Zeit der alten Griechen, natürlich leere Welt, da war das Gewicht der Menschheit vielleicht bei 3% und das der Wildtiere bei 95% und vielleicht 2% Haustiere. Ja? Das heißt also, ein dramatischer Unterschied. Für die Natur ist die volle Welt, die sogenannte volle Welt, eine leere Welt. Eine Katastrophe für die Natur. Aber davon lernt man eigentlich nichts. Wir reden ja im Grunde nur noch über Klima. Und das ist ja auch ganz gut. Also, die heutige Paradox-Konferenz adressiert auch Wahrheit und Wirklichkeit. Das finde ich sehr gut. Das ist aber hartes Brot. Die politische Wirklichkeit tut sich manchmal ziemlich schwer mit der Wahrheit. Also nicht nur in Amerika, aber als Al Gore seinen wunderbaren Film gemacht hat, An Inconvenient Truth, ich war damals in Kalifornien und habe den auch direkt gesehen, da hat ein Karikaturist sich ein Kino ausgedacht, da gibt es nebeneinander An Inconvenient Truth und A Reassuring Lie. Ja, wo gehen die Leute alle hin? A Reassuring Lie. Das ist die Tragödie, es ist das Volk mit Schuld und nicht nur einfach die Lügner. Ja? Der Trump weiß ganz genau, was populär ist, einschließlich Lügen. Naja, jetzt kommen wir zum Thema Klima. Die globale Erwärmung nimmt einfach gnadenlos zu. Dazu gehört natürlich auch die Kausalitätskurve, das ist eben dann die blaue Strammelinie, das ist dann die CO2-Kurve. Und das ist also einfach eine physikalische Kausalität. Aber Präsident Trump wiederum sagt, die Förster sind schuld. Ja? Und das kommt wahnsinnig gut an. Dann hat man einen Schuldigen, auf den man Ohrfeigen geben kann. Der Physik kann man nicht so gut Ohrfeigen geben. Ja? 2018 gab es in Schweden 28 große Waldbrände. Der andere Co-Präsident des Club of Rome damals, das war Anders Wijkman, ich hatte gerade eine Telefonkonferenz mit ihm, ein Schwede, ein großartiger Mann, und der, ich habe einmal in der Woche ungefähr mit ihm telefoniert, da sagt er schon wieder ein Riesenwaldbrand. Und das hat Greta Thunberg dazu veranlasst, nun in Streik zu gehen. Sie hat mir gesagt, hätte sie genau das Gleiche 2017 gesagt, als diese Waldbrände aus irgendeinem Grund nicht waren, hätten sie alle Schweden für verrückt erklärt. Aber nachdem es sozusagen ganz hautnah gewesen ist, haben sie alle gesagt, die hat recht. Ich habe sie dann getroffen bei einer Schülerkonferenz im vergangenen August, also letztes Jahr. Und das war eine bemerkenswerte und für mich bewegende Begegnung. Ich durfte den Einleitungsvortrag halten und dann haben wir zusammen eine Pressekonferenz gemacht. Da fragte der erste Journalist, sagen Sie mal, Greta, wann ist denn Ihr großer Auftritt? Dann sagte sie, gar keiner. Ich bin hier zum Zuhören. Ich möchte wissen, was die Schülerinnen und Schüler aus ganz Europa bedrängt. Und ich gebe dann auch Antworten, wenn sie mich was fragen. Und dann höre ich natürlich auf die Wissenschaft zu, da hat sie netterweise auf mich gezeigt. Und sie ist das Gegenteil von dem, wie die Presse sie darstellt. Also ob sie einfach eine aufgeputschte, ruhmsüchtige Göhr sei. Nee, die will wirklich das Richtige wissen. Und ich fand die Wahrhaftigkeit der jungen Generation faszinierend. Auf dem basiert dann auch eine Art von Freundschaft.
Gut, zur Wirklichkeit, das Problem ist natürlich, dass die CO2-Intensität pro Kopf und das BIP pro Kopf Hand in Hand gehen. Das ist eine Realität. Ne? Das heißt also, wir wollen natürlich alle, dass es der Wirtschaft gut geht, aber das heißt heute de facto, wir wollen alle, dass es noch mehr CO2-Emissionen gibt. Wenn wir es nicht schaffen, eine Entkoppelung von CO2 und Wohlstand oder Bruttoinlandsprodukt pro Kopf zu machen. Also hier, das sind die Börsenkurse, die gehen nach oben ungefähr im gleichen Schritttempo wie die globale Erwärmung. Naja, aber in allen Ländern der Welt, das habe ich selber im Bundestag erlebt, ist Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und blühende Wirtschaft das höchste politische Ziel. Meistens unter der Rubrik Arbeitsplätze, denn Profite, das nennt man ja nicht so. In der Wirklichkeit ist es also kein Wunder, dass das Volk und folglich die Politik Klimastabilisierung eigentlich gar nicht wollen. Das ist das Problem. Wenigstens in Europa hat Klimaschutz schon eine Chance. Im Guardian von England vor etwa einem Jahr kam dieses Bild zum Vorschein. Die Länder, die hier schwarz gemalt sind, die haben überhaupt nichts gemacht mit dem Paris-Abkommen. Die Roten haben viel zu wenig gesagt. Die Gelben haben schon ein bisschen was gemacht. Sie lügen, aber zum Beispiel Brasilien und Australien, das ist eine freche Lüge, die haben überhaupt nichts gemacht. Kanada einigermaßen wenigstens. Die einzigen, die wirklich was gemacht haben, versprochen haben, nicht ganz eingehalten, was sie versprochen haben, sind die Europäer. Also wir müssen ein bisschen aufhören, immer auf Europa zu hacken. Wir sind eigentlich in diesem Sinne im Moment Vorbilder. Die Hoffnung für die Klimastabilisierung ist natürlich eine Art von Kuznets-Kurve der CO2-Vermeidung, also der Abkoppelung. Das deutsche EEG, an dem ich ein bisschen mitgestrickt habe damals, ist für die ganze Welt eine ungeheure Erlösung geworden. Damals, als wir anfingen, als der Hermann Scheer hier aus der Nähe das EEG vorschlug, kostete eine Kilowattstunde Photovoltaik noch 2 D-Mark. Das war noch vor dem Euro. Und da haben natürlich alle gesagt, also damit können wir das Energieproblem nie lösen. Dann sagte Hermann Scheer, wir müssen den Herstellern kostendeckende Vergütungen geben, dann machen sie das und dann gibt es die Economies of Scale und dann auf einmal wird es billiger. Und genau das ist passiert. Vor ein paar Wochen hat ein großer Konzern eine Auktion gemacht für afrikanische Energieerzeugung, Stromerzeugung, und die Auktion gewonnen hat der mit dem niedrigsten pro Kilowattstunde Preis, das war Photovoltaik. Da hatte selbst Öl und Kohle und Kernenergie keine Chance dagegen. Das ist eine der Folgen des Erneuerbaren Energiengesetzes. Dass es in Deutschland teurer geworden ist, das liegt natürlich daran, dass wir diese Zuzahlung noch aufwürden. Aber nach 20 Jahren geht das dann auch vorbei und das wird jetzt auch irgendwann stabilisiert. Das hat ja die Bundesregierung vor etwa einer Woche beschlossen. Und dann ist ganz interessant, am Anfang war die erneuerbaren Energien im Wesentlichen Windenergie. Aber inzwischen hat die Photovoltaik die Windenergie überholt. Aber das, was wir damit erreicht haben, ist zwar schon ganz beachtlich, aber quantitativ marginal. Also Gas, Öl und Kohle in dieser Reihenfolge von da oben nach unten, das sind doch alles fossile Energien. Technisch ist die große Abkopplung zweifellos möglich, denn wir können natürlich die Solarenergie noch deutlich vermehren und im Übrigen eine Verfünffachung der Energieeffizienz machen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das entsprechende Bild da habe. Nee, ich habe es offenbar nicht da. Ich frage immer meine Studenten, stellt euch mal den Mount Everest vor und stellt euch ein 10 Kilo Gewicht vor. Dieses Pult ist vielleicht ein bisschen mehr, aber jedenfalls ziemliches Gewicht.
Wie viele Kilowattstunden werdet ihr benötigen, um dieses Gewicht auf den Gipfel des Mount Everest hochzuheben, von Meeresspiegelhöhe? Und wenn ich meine kalifornischen Studenten gefragt habe, da bekam ich immer Antworten zwischen 1.000 und 10.000 Kilowattstunden. Das ist so das Bauchgefühl. Wenn ich jetzt an der Uni Freiburg genau die gleiche Frage stelle, kriege ich Antworten zwischen 100 und 1.000. Ist immer noch viel zu viel. Die physikalische Antwort lautet eine Viertel-Kilowattstunde. Eine Kilowattstunde ist ein gigantisches Kraftpaket. Aber wir vergeuden sie ohne Ende, weil sie nichts kostet. Ich frage dann immer die Studenten, wer von euch wäre denn bereit, für ein Honorar von 6 Euro Cent auf den Everest hochzutigern und dann einmal Wasser da oben abzugeben. Ja? Das macht man doch nicht. Wir vergeuden sie lieber, weil sie nichts kostet. Trotzdem wird immer gejammert, sie sei zu teuer. Das ist einfach unser Habit. Na gut. Dieser Faktor 5 kommt aber nicht zustande, weil Energie und Stoffe einfach zu billig sind. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Und es gibt sowohl in der Politik wie beim Wettbewerbsrecht die Devise, der Billigste muss gewinnen. Da ist auch das Wettbewerbsrecht schuld. Das muss man korrigieren, bitteschön. Mindestens müssen die Preise einigermaßen wahrhaftig sein. Cheaponomics, das ist ein amerikanischer Ausdruck, ist ein Buch, warum billig zu teuer ist. Das müssen dann nur eben andere Leute bezahlen. Also die Preise müssen sich einigermaßen der ökologischen Wahrheit annähern. Dazu habe ich im China Council der chinesischen Regierung vorgeschlagen, macht doch jedes Jahr die Energiepreise oder meinetwegen CO2 ungefähr im gleichen Schritttempo höher, wie die Effizienzgewinne im vergangenen Jahr zugenommen haben. Und das ist eine Art von Ping-Pong. Steigt der Energiepreis, wird es betriebswirtschaftlich notwendig, die Effizienz zu vergrößern. Und da ist also, nach dem, was ich über den Mount Everest gesagt habe, eine Verzwanzigfachung der Energieproduktivität physikalisch ohne weiteres möglich. So wie bei der Arbeitsproduktivität. Da hatte man dieses Ping-Pong auch. Steigt die Arbeitsproduktivität, steigen die Löhne, muss die Arbeitsproduktivität steigen. Also jetzt zurück zum Thema Aufklärung. Dazu waren wir beim Club of Rome begeistert über die päpstliche Enzyklika Laudato Si, die im Kern sagt, die auf Geiz, Eile und gnadenlosen Wettbewerb fußende Wirtschaft zerstört unser gemeinsames Haus. Das ist eine ziemlich fundamentale Kritik an der heutigen Ökonomie. Und dann haben wir schwere philosophische Fehltritte der Zitierung der alten Helden der Ökonomie aufgezeigt. Zum Beispiel Adam Smith. Für ihn war die geografische Reichweite des Marktes identisch mit der Reichweite des Rechts, des Staates, der Moral, und dann ist der Markt gezähmt. Das ist großartig. Aber heute ist der Markt natürlich, weiß jeder, das ist die Globalisierung, der Markt ist global und das Gesetz ist national, wenn nicht provinziell. Es gibt auch baden-württembergische Gesetze. Also wird der Markt brutal, gesetzlos und zerstörerisch. Das ist die heutige Realität. Und dann, Moment, David Ricardo, der Heilige des Freihandels, der war sehr für Freihandel. Aber er sagte, das Kapital bleibt bitteschön ortsfest. Eine völlig andere Situation als heute. Heute ist das Kapital der mit Abstand mobilste Produktionsfaktor und saust also fast mit Lichtgeschwindigkeit um die Welt. Und dann haben wir eine Ausrechnung gekriegt von einem Banker, der jetzt leider nicht mehr lebt, der hat beim Club of Rome mitgearbeitet, der sagte uns, von, sagen wir mal, 1.000 Dollar, die also innerhalb von einer Millisekunde um die Welt sausen oder einer Nanosekunde sogar, weiß ich nicht, werden 20 Dollar für die Bezahlung von Gütern und Dienstleistungen
ausgegeben und 980 sind rein spekulativ. Das sind die Finanzmärkte. Und die erwürgen die Realökonomie. Das ist eines der Probleme. Und das ist auch ein philosophisches Problem. Und dann Charles Darwin, als ehemaliger Biologieprofessor, verstehe ich von dem noch ein bisschen mehr. Für ihn war ganz klar, dass geografische Grenzen eine Stütze der Evolution sind. Zum Beispiel hat er auf den Galapagos-Inseln Finken entdeckt, die lauter Fähigkeiten sich evolutiv erworben haben, die sie nie erworben hätten, wenn auf Galapagos die südamerikanische Vogelwelt gewesen wäre. Also Papageien und Spechte und was es alles gibt. Zum Beispiel Spechte. Auf Galapagos haben die Finken gelernt, einen Kaktusdorn abzuzwacken und damit ihren Schnabel zu verlängern, damit sie in der Borke nach Würmern und sowas pulen können und die dann fressen. In der Gegenwart von Spechten hätten sie das nie gekonnt. Das hat Darwin sofort verstanden. Aber das passt nicht in die Denke der Ökonomie. Und noch deutlicher ist es beim heutigen Populationsdarwinismus, die Nichtausrottung der rezessiven Gene ist Voraussetzung für die Evolution der Arten und der biologischen Vielfalt. Auch wenn diese rezessiven Gene eine bestimmte Schwäche haben gegenüber den Dominanten. Ja? Das ist aber im Volksmund nicht drin. Kampf aller gegen alle, das klingt doch so richtig. Ist nicht. Wir haben uns natürlich auch gefragt, wie soll denn eine neue Aufklärung aussehen? Wollen wir jetzt plötzlich anfangen zu lügen, weil in der alten Aufklärung Lügen verboten war? Nein, nein, das ist idiotisch. Nein, aber wir brauchen eine Art von Balance, zum Beispiel zwischen Herz und Verstand. Oder, ja, das ist eine andere Sache, im Westen macht man Karriere mit Rechthaberei. In Asien ist Balance ein Zeichen von Wissen und Weisheit. In der Richtung wollen wir. Also zum Beispiel Balance zwischen Mensch und Natur. Was ich da vorhin über die Wirbeltiere erzählt habe, das ist ja nur das Gegenteil von Balance. Oder zwischen Kurzfrist und Langfrist. Wenn du hungrig bist, dann willst du heute was essen und nicht erst in 30 Jahren. Das ist verständlich. Aber wenn du über Klima redest, musst du im Zeitraum von 30 Jahren reden. Und dann Balance zwischen Staat und Markt, das ist wahnsinnig wichtig, um den Adam Smith richtig zu interpretieren. Und dann natürlich auch zwischen öffentlichen und privaten Gütern. In der amerikanischen Welt, ich habe 6 Jahre meines Lebens in Amerika gelebt, gilt eigentlich nur der private Wohlstand. Der öffentliche kommt gar nicht vor. Und dann verrotten eben die Kanalisation und vieles andere, aber das ist denen ziemlich egal. Sie sagen ja, wir werden reicher. Wobei dann sehr viele gar nicht reicher werden, aber das ist eine andere Frage. Und dann Balance zwischen Gerechtigkeit und Leistungsanreiz. Das ist der Dauerstreit zwischen Linken und Rechten in der Politik. Die Linken sagen Gerechtigkeit, die Rechten sagen Leistungsanreiz. Aber beide haben Recht. Ohne Leistungsanreiz ist nichts zum Verteilen da. Aber wenn es nicht verteilt wird, obwohl es da wäre, ist auch nicht richtig. Also Balance. Und dann zwischen Innovation und Bewährtem. Also im Moment muss ja immer Innovation und am liebsten Disruption sein. Und demgegenüber ist das Bewährte auch beim Maschinenbau, Landwirtschaft und Reparaturwesen und Kreislaufwirtschaft etwas vom Wichtigsten. Also Innovation ist manchmal die Bremse. Also früher hat man eben Innovation gesagt und jetzt muss es eben immer Disruptive heißen. Ich habe die Originalarbeit, wo Disruptive Technologies eingeführt worden sind, gelesen. Und das ist sozusagen Schumpeter pur. Creative Destruction. Das haben sie gemeint. Sie konnten nur nicht destruktive Technologien nennen, dann haben sie es disruptive genannt. Na gut. Oder Balance zwischen Staat und Religion. Ich glaube, niemand hier im Raum möchte den islamischen Staat. Oder einen christlichen Staat vor Luther, also mit korruptem Vatikan, alles, was es da gab. Also das waren jetzt 6 von 100 Balanceforderungen. Jeder von Ihnen kann da noch 2 dazufügen und dabei auch etwas aufgeklärter wird darüber, dass die Übertreibungen der heutigen Zeit ein großer Teil des Problems und nicht der Lösung sind. Balance und Toleranz sind die Kernstücke des neuen Denkens in der vollen Welt. Vielen Dank.